So, ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Predator Review. Ne? Ich zeige immer wieder gerne die blinkende Kiste. Ah, guck mal, da, was habe ich? Ah, gut, man kann ja mein Zimmer sehen bei meiner Heimkino-Vorstellung. Ne, also, wer das sieht oder wer das mal ansehen will, 2015 habe ich mal das Heimkino vorgestellt und da sieht man auch das Zimmer so alles, in dem ich hier sitze. Ja, Predator 2. Ne, nach dem erfolgreichen Teil 1 war es natürlich keine Frage, dass es irgendwann einen zweiten Teil geben würde. Der kam dann Anfang der 90er. Ja, mit dem zweiten Teil. Und dieser spielte jetzt nicht mehr im Dschungel. Da gibt es am Anfang eine sehr schöne Sequenz, wo man erst denkt, das wäre wieder im Dschungel. Der spielt sozusagen im Großstadtdschungel. Ne? Ich glaube, in Los Angeles ist das höchstwahrscheinlich. Spielt ein bisschen in der Zukunft? Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Es ist tatsächlich schon eine Weile her, dass ich den Film gesehen habe. Ich muss auch gleich dazu sagen, es ist nicht mein Lieblingsfilm. Also definitiv nicht. Und ich glaube, von dieser ganzen Serie hier ist er tatsächlich einer, in meinen Augen, einer der schlechtesten. Trotz Danny Glover, trotz Bill Paxton. Die beiden werden immer gerne verwechselt. Und wir spielten da noch mit. Irgendein Schauspieler war da, glaube ich, noch, den ich sehr mochte. Naja, ist auch egal. Jedenfalls, er spielt, glaube ich, im Jahre 1999. Irgendwas in der Richtung. Und man hat halt in dieser Stadt, ich denke, es war Los Angeles, ist... Ja, Krieg. Herrscht sozusagen Krieg auf den Straßen, Verbrecherbanden, die sich gegenseitig abknallen und die Polizei mischt auch noch mit. Also Danny Glover ist ein Polizist, der da an vorderster Front sozusagen steht. Bill Paxton, ja, von mir sehr geschätzte Bill Paxton, leider ist er ja schon vor einer Weile gestorben, sehr schade, ist einer seiner Kollegen. Ja, die sind halt da so. Ja, am Ermitteln, weiß gar nicht. Also, man hat das Gefühl, die ballern nur um sich. Und ja, da platzt halt ein Predator rein, denn, wie ich natürlich noch nicht bei Teil 1 gesagt habe, aber ich denke, ihr wisst das, die haben ja die Fähigkeit, sich zu tarnen. Und mit dieser Tarnung kann der natürlich da alles machen, was er will. Und ja, da die sich schon alle abknallen, ist es für ihn natürlich dann leichtes, da auch noch mitzumischen. Und natürlich wieder seine Trophäen zu sammeln, denn das ist ja sein erklärtes Ziel. Und ja, Danny Glover merkt, dass da mehr abläuft als nur der normale Krieg zwischen diesen Banden, sondern dass da quasi noch jemand Drittes mitmischt, ne, der Predator. Und kommt eben da auf die Spur. Irgendeine Regierungstruppe taucht auch noch auf, die das wissen, die ja von diesem ersten Angriff oder von dieser ersten Begegnung erzählt haben, die mit Schwarzenegger, also quasi den ersten Teil. Und ja, dann muss er aber da sozusagen den Kampf alleine aufnehmen und landet sogar im Schiff des Predator. Und da gibt es natürlich jetzt endlich diese berühmte Szene. Ne, so, er guckt sich halt auf diesem Schiff so um, kämpft dann auch irgendwie gegen diesen Predator. So irgendwie in Lethal Weapon Manier. Und er sieht sich halt auf diesem Schiff um und kommt dann an diesen Trophäenschrank. Und da sieht man so verschiedene Köpfe von unterschiedlichen Kreaturen, die dieses Wesen sozusagen gejagt hat. Und da ist dann halt auch ein Kopf eines Aliens. Und das hat, ich glaube, Stan Winston war das, ne, der so ein Special-Effects-Guru Hollywoods, gerade in den 80ern, der unter anderem auch den Terminator gemacht hat und so eine Sachen. Und bei Aliens hat er, glaube ich, auch die Special-Effects gemacht. Der hat das einfach aus Gag so hingemacht. Und einige Fans haben aber gedacht, Moment, da ist was im Busch oder so. Ne? Und jetzt bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Ich weiß, es gab schon Comic, ich weiß nicht, ob es die zu der Zeit schon gab oder ob die erst später rauskamen, wo dann genau dieses Thema behandelt wurde, dass eben
Predator und Alien sozusagen im selben Universum spielen und die dann halt auch irgendwie aufeinandertreffen. Fakt ist natürlich, da beide Serien von Fox sind, ist das für die natürlich ein einfaches gewesen, da wirklich so ein Spin-off zu machen. Anfang der 90er kamen auch die ersten Videospiele, die das Ganze behandelten. Das Beste zu der Zeit, das werde ich nie vergessen, auf einer legendären, vergessenen Spielkonsole, dem Atari Jaguar, ne, so um auch so 93, 94 oder 95 rum, irgendwas in dem Dreh, das erste Spiel Alien vs. Predator, das habe ich sehr geliebt. Das war zu dem Zeitpunkt war das natürlich technisch ein Meisterwerk. Da konnte man entweder als Marine, als Alien oder als Predator spielen. Hatte da je nachdem unterschiedliche Missionen zu erfüllen. Und wie gesagt, es gab halt schon dieses, aber Filme gab es noch nicht. Viele, viele schrien danach. Und das alles wurde durch diese eine kleine Szene ausgelöst. Ja, wie das Ganze ausgeht, der Film, kann man sich ja denken. Natürlich, Danny Glover überlebt immer. Gibt es auch einen Film, in dem Danny Glover stirbt? Ich überlege gerade, bei Saw, ist er da gestorben am Ende? Egal. Ja, und das war das Zweite. Aber wie gesagt, ich persönlich mag den irgendwie nicht so. Der hat so einen komischen. Das ist alles so übercool. So, ne? So, die Charaktere da in dem Film. Da ist keiner wirklich, wo man sagt, oh, der, das ist so meine Identifikation, also für mich Identifikationsfigur. Ne? Das muss natürlich irgendwie Danny Glover sein, aber so wirklich sympathisch finde ich den irgendwie nicht in dem Film. Und die anderen, tja, weiß nicht, ist nicht so wirklich mein Film. Tut mir leid. Also an alle, die den Film jetzt mögen und denken, oh, cool, ne? Nee, so meine ist es nicht. Aber muss ja auch nicht, ne? Also, ja, egal. Okay, gut. Oh, die Sonne kommt raus. Ja, das wäre schon gewesen für heute. Wir sehen uns wieder in 2 Tagen. Und sozusagen bleibt mir nur zu sagen, ich sage ja zu deutschem Wasser. Ciao.